Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück beim FIFA 23 Karrieremodus mit Borussia Mönchengladbach. Ja, ich habe mir eine unangekündigte Pause genommen über Weihnachten. Jetzt geht es nochmal los. Das letzte Video 2022 kann ich euch sagen dazu. Natürlich, ich hoffe, ihr hattet wundervolle Weihnachten im Kreis eurer Familie, eurer Liebsten oder sonstigen Menschen, die euch sehr nahe stehen. Ich hoffe, es gab keinen Stress am Weihnachten, das ist das Wichtigste. Ihr seid zufrieden mit den Geschenken, aber denkt immer dran, Geschenke sind eben nicht das Wichtigste, sondern eben das schöne Beisammensein mit der Familie. Das ist ja eigentlich nochmal eine Sache, die allen klar sein sollte, hoffentlich. Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Ich habe mir die Tage gegönnt, um ein bisschen eine kleine Auszeit zu nehmen. Mein PC war auch tatsächlich die ganze Woche über seit dem letzten Stream vor Weihnachten gar nicht mehr an. Also heute ganz frischer Kaltstart sozusagen. Und ja, ich hoffe, wir können in unserer Karriere weiterhin fortfahren, beziehungsweise wieder erfolgreicher werden, denn aktuell stehen wir ja nur auf Tabellenplatz 17. Mit nur 4 Punkten aus 6 Partien, 1 Sieg, 1 Unentschieden und sonst 4 Niederlagen. Zuletzt auch eine deutliche Klatsche gegen Freiburg. Jetzt gab es einen Unentschieden, den ersten Punkt in der Champions League gegen Fenerbahce Istanbul. 0:0, da hat unsere Abwehr wenigstens mal standgehalten. Ansonsten haben wir natürlich ein kleines Defensivproblem. Aber ja, ich habe jetzt ein bisschen an den Einstellungen gefixt, beziehungsweise an den Einstellungen gearbeitet, an den Slider-Einstellungen. Ich habe da von der FIFA-Karrierehilfe ein paar Grundeinstellungen genommen und das ein klein wenig verändert, sodass es nicht ganz zu leicht wird, aber auch nicht weiter zu schwer wird. Ich kann auch zeigen, dass meine Einstellungen einfach alle bei 50 sind, bis auf die Verletzungen. Das hatten wir ja schon vor langer Zeit mal angesprochen, dass wir halt mehr Verletzungen haben wollen. Das habe ich jetzt so ein bisschen ja, höher gestellt. Ansonsten, die CPU-Schwierigkeit sozusagen haben wir hier jeweils ein bisschen angepasst. Ich weiß, ich habe beim letzten Mal wahrscheinlich vergessen, den Link reinzustellen, wo das Ganze zu finden ist. Ich hoffe, ich denke diesmal dran. Ansonsten auf jeden Fall sonst bei der FIFA Karrierehilfe vorbeischauen. Den Link dazu findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und ansonsten kann ich euch auf jeden Fall noch ankündigen, dass es in diesem Jahr 2022 noch einen Stream mindestens geben wird. Am Silvesternachmittag werde ich für euch nochmal da sein und wir werden das Jahr so ein bisschen ausklingen lassen gemeinsam und einen Ausblick geben, ein bisschen was zocken natürlich und ja, würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Genau, Uhrzeit kann ich noch nicht sagen. Da schaut am besten auf meine Insta-Story vorbei oder in YouTube Community Tab. Da findet ihr dann natürlich immer die Ankündigung zum Streamen, auch für alle spontanen Sachen, denn ich kann nicht garantieren, dass ich vielleicht nicht doch noch einen zweiten Stream dieses Jahr noch machen werde. Aber Fakt ist auf jeden Fall, am Silvesternachmittag werde ich mit euch zusammen nochmal den Nachmittag verbringen. Den letzten Nachmittag des Jahres 2022. Jetzt auf jeden Fall der Blick auf den kommenden Monat, auf den Kalender, den wir so üblich immer drin haben. Eintracht Frankfurt, Bayern München, LASK Linz, heizen auf jeden Fall die nächsten 3 Gegner. Fakt ist, wir wollen in der Bundesliga endlich in die Spur kommen. Wir haben eine gute Mannschaft und dann sollten uns auch die Bayern eigentlich kein Problem darstellen. Das heißt kein Problem, aber da sollten wir auch keine Angst vor haben. Wir müssen unsere Konstanz finden, wir müssen in der Defensive sicher stehen und dann ist eigentlich vieles möglich für uns. So, und ihr habt euch ja mal vor langer Zeit gewünscht, dass wir in Ghana mal scouten sollten und da haben wir unser erstes, ja, einigermaßen ordentliches Talent gefunden mit 500.000 Wert, nämlich Dembe Hogan. Hat wahrscheinlich ein großes Potenzial, den werden wir auf jeden Fall mal in unserer Akademie mit aufnehmen. Und auch Badil Andwi haben wir da, knapp eine Dreiviertelmillion an Marktwert. Auch S15, scheint ein Torhüter zu sein. Und es wird immer besser. Kwame Johnson oder Kwame Johnson, ich weiß nicht, wie man das ausspricht da in Ghana, welche Sprache, Amtssprache da gefragt ist. Aber auch der S15 Jahre, auch der ein super Marktwert. Auch den können wir schon mal mit dazu nehmen. Also, haben wir also 3 ja, wahrscheinliche Juwele aus Ghana entdeckt. Und auch aus Deutschland hat das Scouting-Ergebnis was wieder mal rausgefunden. Jörn Kuhn, 17 Jahre jung, 1 Million Euro Marktwert. Also heute haben wir ein bisschen Glück in der Talentegrube. Hier haben wir den guten Badi Andwi, 1,95 groß, 15 Jahre alt, 61er Gesamtstärke bereits. Warme Johnson, 1,80 groß, Innenverteidiger. Tempo hat er auch nicht wirklich, also wahrscheinlich ein kleiner Innenverteidiger. Oder vielleicht kann man ihn noch als Sechser noch umdrehen, den müssen wir mal schauen. Hier haben wir Jörn Kuhn, der ist ein ZOM erstmal. Mal schauen, vielleicht können wir auch den noch umdrehen, hat aber auch nicht so die Geschwindigkeit, um auf außen zu spielen. Von daher ist er auf der 10 wo ganz gut aufgehoben. 61er Gesamtstärke mit 17 Jahren, auch ganz interessant. Und Dembe Hogan oder Hogan mit einer Stärke von 55, jetzt nicht so stark, aber ist erst 15, kann man wahrscheinlich noch gut entwickeln. Müssen wir mal sehen, was der eventuell an Position bekleiden kann, weil für einen Mittelstürmer an sich finde ich ihn ziemlich klein. Ja, und mit dieser Elf wollen wir es jetzt dann gegen Eintracht Frankfurt probieren, daheim. Friedrich Elvedi mit der Stamminverteilung natürlich, Itakura macht bisher aber auch einen guten Job, also der drängt natürlich auch dahin. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Friedrich uns im Winter ja verlassen wird, da müssen wir auf jeden Fall noch einen ordentlichen Ersatz finden. Liner kehrt mal wieder hinten rechts zurück. Dann Breithaupt hat das bisher ganz gut gemacht. Neuhaus ist
unverzichtbar im Moment auf der 8er Position. Hazard in der Mitte, Honora links, von Anfang an heute Hofmann rechts und vorne drin Luka Jovic. Es soll der nächste Heimsieg her, hoffentlich der zweite Saisonsieg gegen Eintracht Frankfurt. Los geht's. Und das Ganze werde ich selbst spielen. Wir sehen die Mannschaften reinkommen. Luka Jovic im Blickpunkt natürlich. 8 Bundesliga-Tore hat er bereits erzielt in 6 Partien. Eingeschlagen wie eine Bombe, aber leider die Mannschaft, die leistende Mannschaft insgesamt noch nicht so zufriedenstellend. Mannschaften laufen ein. Sebastian Rode, der Kapitän der Eintracht. Und dann wird es auch für mich natürlich etwas, knifflig vielleicht, dennoch, ich habe jetzt über eine Woche nicht gezockt. Mal schauen, was das wird. Soll natürlich jetzt keine billige Ausrede sein, ne? Eine Aufstellung bekommen wir anscheinend leider wieder nicht. Also ich kann diesen Bug einfach nicht verstehen und warum ihr den nicht fixt oder so. Aber Kolo Muani und Poré ist schon mal ein Angriff der Frankfurter, vor dem wir uns gefasst machen sollten. Und wir haben ja einen Ex-Frankfurter in unseren Reihen mit Luka Jovic. Der nimmt außen gleich mal Jonas Hofmann mit. Und jetzt hat Florian Neuhaus mal ganz viel Platz auf außen. Neuhaus müsste querlegen, kriegt ihn nicht mehr quergelegt vor Trapp. Jovic lauerte in der Mitte. Hazard chippt den Ball auf Luka Jovic. Luka Jovic vor Trapp! Und die erste richtig gute Gelegenheit für Gladbach. Die legen hier los wie die Feuerwehr. Üben Druck aus auf die Frankfurter. Wieder Hofmann, Steckpass auf Jovic. Wieder Jovic vor Trapp! Und jetzt ist er drin! Jetzt ist er drin! Und ich habe natürlich mal wieder vergessen, wie dieser Jubel gegen ehemalige Vereine geht. Ach, hör doch auf. Ich werde es, glaube ich, nie lernen. Weil das, dann sehe ich's und dann versuche ich es mir zu merken und dann passiert es natürlich wieder und dann ist es weg. Das ist, ich weiß nicht, muss mir irgendwie irgendwo hintackern hier auf dem Bildschirm. Jubel gegen ehemalige Vereine. Fakt ist aber, Jovic erzielt sein 9. Tor im 7. Spiel. 1:0 Führung gegen Eintracht Frankfurt. Und jetzt war da ein bisschen Frust, glaube ich, bei Randall Kolo Muani dabei. Der Mann, der im WM-Finale ein bisschen aufblitzen konnte. Eine starke Leistung dort leistete oder brachte. Und hier aber einfach nur blind in Neuhaus reingerätscht. Gibt natürlich die gelbe Karte. Und schöne Flanke von Hofmann auf Jovic. Doppelpack. Da ist der Treffer zum 2:0. Ah, nicht, habe ich ihn tatsächlich gefunden. Ich habe ihn tatsächlich gefunden. L1 und zweimal Kreis. Jetzt hält sich Jovic doch bescheiden zurück beim Jubeln. Toll rausgespielt. Neuhaus auf Hofmann. Und eine wunderbare Flanke an den langen Pfosten, wo niemand bei Jovic ist. Und der mit Aufsetzer unhaltbar für Kevin Trapp. 2:0. Luka Jovic, dieser Transfer, macht sich sowas von bezahlt. Jetzt muss es sich doch auch mal in Punkten am Ende auszahlen. Und Pause im Borussia Park. Wir führen hochverdient mit 2:0 gegen Eintracht Frankfurt. Und das kann sich bislang doch sehen lassen. So, zur Pause gab es 2 Wechsel. Die müden Netz und Neuhaus wurden ausgewechselt. Scully dafür auf links und Conné im Mittelfeld für Neuhaus. Und Honorar fast mit dem Treffer. Kevin Trapp zu einer Glanzparade gezwungen. Und jetzt Hazard mit dem 3:0. Was für ein Treffer. Chippt den locker flockig über Kevin Trapp hinweg. Und krönt seine souveräne Leistung heute hier im Spiel. Conné, Jovic durchgesteckt. Trapp kommt leicht zögerlich hinaus. Und dann denkt sich Hazard, ja, den chippen wir jetzt drüber. Frankfurt findet offensiv überhaupt nicht statt. Was für eine Leistung von unserer Fohlenelf heute. Und nach einer Stunde jetzt der Dreifachwechsel. Tietze Jovic, Kaul für Hofmann und André Schäfer für Thorgan Hazard. Und jetzt die erste Chance für Frankfurt in diesem Spiel. Jan Sommer ist aber zur Stelle. Sebastian Rode, der Kapitän, nimmt sein Herz in die Hand. Götze bereitet hier vor. Rode zieht direkt ab, aber zu zentral. Kein Problem für Jan Sommer. Und das 4:0 fällt auch noch in der 77. André Schäfer nach wunderbarer Vorlage von Stefan Leiner über rechts außen. Aber auch Schäfer nur den Kopf hinzuhalten. Hier haben wir es. Viel Platz für Leiner. Wunderschöne Flanke an den kurzen Pfosten. Und in die kurze Ecke fliegt dann der Ball auf 4:0.
Das ist völlig verdient, weil Frankfurt einfach nicht stattfindet heute und Gladbach schießt sich so ein bisschen den Frust des Saisonstarts von der Seele. Und das war's. Wir gewinnen mit 4:0 daheim gegen Frankfurt und schießen uns, wie angesprochen, schon den Frust von der Seele. Frankfurt absolut, ja, nicht auf dem Feld, kann man sagen. Es hätte auch noch durchaus höher ausgehen können, wenn man etwas konsequenter zu Ende spielt. Aber am Ende hatten wir dann ein bisschen, ja, Mitleid mit dem Gegner, Respekt vor dem Gegner. Wir sind gerüstet für Spiel gegen die Bayern. Übrigens, sein Toni Kroos ist immer noch vereinslos, hat aber seine Karriere noch nicht offiziell beendet. So, die Länderspiele ist durch, alle sind heil wieder zurückgekommen, keine Verletzungen. Und es geht rein ins Duell mit den Bayern. Und diese Elf soll es probieren. Es ist im Prinzip die gleiche Startformation wie zuletzt. Auch Leiner ist wieder mit von der Partie. Das, ja, der Klassiker gegen die Bayern. Mal schauen, ob wir mit dem zweiten Sieg in Folge auffahren können. Das wäre natürlich eine große Überraschung. Wir gehen rein in die Simulation. Und die Bayern natürlich mit einer krassen Elf. Neuer, Kimmich, Smalling, De Ligt, Masraoui, Grafenberg, So haben die sich geholt. Gnabry, Mané, Goretzka und vorne drin Kunja. Aber die erste Chance haben wir, Gladbacher Luka Jovic zielt knapp vorbei. Und die Bayern geben 1:0 Führung durch Sadio Mané. Da haben wir in der Defensive nicht wirklich aufgepasst. Und die Bayern legen mit dem zweiten Tor nach. 2:0 Sadio Mané. Eieiei. Also hier ist irgendwie nicht so das Selbstbewusstsein der letzten Spiele zu merken, obwohl die Bayern natürlich auch mit einer ganz anderen Qualität daherkommen. Ja, 2:0 steht es noch zur Pause. 67% Ballbesitz für die Bayern. Da werden wir im zweiten Durchgang jetzt eingreifen selbst und ein bisschen offensiver auffahren. Nämlich mit Cornet für Breithaupt im Mittelfeld. Heißt keinen klassischen Sechser mehr. Zwei spielende Achter und Hazard davor. Jetzt ist Jonas Hofmann mal freigespielt. Da Jonas Hofmann auf der rechten Seite. Neuer! Und Leiner chippt den Ball dazu. Luka Jovic im Strafraum. Luka Jovic! Jawohl! So kann man zurückkommen in die Partie. Nur noch 1:2. Gute halbe Stunde noch zu gehen. Und der Jovic ist doch einfach ein Phänomen. Hier hat er ein bisschen viel Platz im Strafraum. Dann zieht er einfach mit dem Außenriss ab. Der hat das Selbstvertrauen. Der hat die Technik. Saisontor Nummer 11. Traumhaft. Und Goretzka kommt auf Kunja! Und die Bayern stellen den alten Abstand sofort wieder her. Mateusz Kunja, der Ex-Herthaner, ehemals Leipzig, jetzt bei den Bayern vorne, an vorderster Front. Goretzka hat hier zu viel Platz. Dann kommt der Chip zurück und Kunja direkt genommen ins lange Eck. Honora chippt den Ball nach vorne auf Luka Jovic. Bei André Klemmen auf Abseits ist es aber nicht. Jovic legt quer, aber keiner ist mitgelaufen. Neuer kommt heraus. Abschluss war nicht möglich. Und die Bayern lassen uns hier wirklich kaum in Ballbesitz kommen. Jetzt ist Goretzka wieder frei durch. Wir sind offen. Leon Goretzka macht das 4:1. Da spielen uns die Bayern hier heute eiskalt aus. Eieiei, wir sind aber auch ein bisschen unkonstant. Kann das sein? Meine Güte. Gut, wir sind mit dem 2:0 aus der Pause hier reingegangen. Und jetzt sieht's mal, nee, die rote Karte. Das ist jetzt ein bisschen krass übertrieben, finde ich. Bayern jetzt also letzten 10 Minuten Unterzahl. Hier, Grätsche von hinten. Er trifft, finde ich, schon irgendwo den Ball. Klar, es ist von hinten im Mittelfeld. Rot, finde ich, äußerst überzogen. Jetzt ist Jovic im Strafraum. Jovic! Verkürzt nochmal. Zum 2:4. Tietz auf Hofmann. Der zu Stindl und der Routinier legt vor für Luka Jovic. Erneuter Doppelpack von Luka Jovic. Dicht vorbei am Bein von Manuel Neuer. Aber wenn Goretzka antritt, dann ist das wirklich unwiderstehlich. Da kommt kaum einer hinterher. Leon Goretzka gegen Jan Sommer. Nochmal Goretzka. Jetzt nochmal Kingsley Coman, Kingsley Coman, der macht das 2:5, also da sind wir, das ist wirklich, egal ob eingestellte Slider oder sonst was, das ist wirklich absolut schwer zu verteidigen, wenn die da eine Lücke finden und wir kassieren mal wieder 5 Gegentore. Das ist schon das zweite Mal in diesem Sonderfall, das ist einfach zu viel, wirklich. Ja, und so ist es, wir verlieren die Bayern am Ende mit 5:2. Es kam Hoffnung auf nach dem 4:0 gegen
Frankfurt, aber die kam auch auf nach dem 3-2 gegen Leipzig und dann gab es die Packung gegen Freiburg. Also wir sind einfach extrem unkonstant und Luka Jovic kann es nicht fassen. Der erzielt jetzt 12 Tore und rausgesprungen sind dabei erst 2 Saisonsiege. Ja, und jetzt geht es in der Champions League weiter. Da gilt es dann irgendwie wieder die Wunden zu lecken und sich voll darauf zu konzentrieren. Gegen Linz muss auch dort der erste Sieg endlich her. Und mit dieser Elf gehen wir es an gegen Linz. Breithaupt gibt sein Champions League Debüt. Ich möchte meinen, dass er das noch nicht gespielt hat. Weil er zuletzt angeschlagen war gegen Fenerbahce. Ansonsten Itakura heute mit dabei. Scully, Danilo auf den Außenverteidigerpositionen. Cornet im Mittelfeld. Stindl beginnt von, beginnt. Honorar weiterhin da. Jovic natürlich. Ja, das, die gesunde Rotation. Die tritt natürlich ein in der Champions League. Aber nichtsdestotrotz muss diese Mannschaft LASK Linz besiegen. Ja, und in Österreich fängt es schon an zu schneien. Mitte Oktober. Das ist durchaus nicht ungewöhnlich sicherlich. Aber auch diese Bedingungen müssen wir dann annehmen. Da ist eine ordentliche Schneedecke runtergekommen. Champions League-Hymne im kleinen österreichischen Stadion hier zu Linz. Für die ist das hier natürlich eine ganz, ganz tolle Ausnahmesituation, gegen Mannschaften wie Gladbach, wie Fenerbahce oder Juventus Turin zu spielen. Das ist die Elf der Linzer. Chui ist mir der einzig bekannte Name dort mit dabei. Jetzt Horvath. Im Strafraum Horvath und es gibt Elfmeter und Gelb für Danilo, der ehemalige Bochumer im Zweikampf mit dem österreichischen Außenbahnspieler, hat da wohl ein bisschen zu viel gezerrt, schauen wir nach hier und dann hält er drüber nach dem Pass, eieiei, ist es bitter, Elfmeter für Linz, früh in der Partie, da kann man einfach nur abwinken, nicht mal 5 Minuten sind gespielt. Und jetzt tritt Robert Chui an. Ehemals Fürth möchte ich meinen Sommer. Pariert den. Ja. Jetzt legt aber Honorar quer auf Luka Jovic. Und auch der trifft natürlich in der Champions League. 1:0 für Gladbach. Wichtig. Nachdem man den Elfmeter hier früh abgewandt hat, sich früh an der Drucksituation stellen musste, hier nach einem Angriff endlich in Führung zu gehen. Jovic legt den selbst raus zu Honorar, kommt dann in Position, der Franzose hat die Übersicht und das ist ein leichtes für Luka Jovic, den Ball ins Tor unterzubringen. Jetzt aber die Österreicher und die nächste Chance, Kolouris auf Sommer. Da Stindl jetzt auf, Luka Jovic, Jovic hat das Auge für Stindl, nee, da wehrt noch einer ab und Alexander Schlager am Kasten hat den Ball sicher. Stindl, klasse Ball auf Cornet. Cornet, 2:0. Wichtig. Halbe Stunde rum. Gladbach erhöht. Zeigt sich jetzt am Ende denn doch unbeirrt vom Spiel gegen die Bayern. Die sind einfach eine Nummer zu groß, muss man sagen. Die haben eine enorme Qualität. Und hier haben wir die Möglichkeit, unsere Qualität auszuspielen. Linz natürlich der Außenseiter in dieser Gruppe. Und wir wollen den ersten Sieg in der Champions League. Per Pique bringt der Franzose den Ball ins Tor. Und Jovic! Mit seinem nächsten Treffer. 3:0 in der 37. Minute. Linz ist damit unserer Offensivabteilung doch überfordert. Hier Honorar mit dem Chipper. Jovic per Brust angenommen. Drehung und dann Schuss ins lange Eck. Hinein ins Glück. Oh, Pause in Linz. Wir führen verdient. Wichtig natürlich trotzdem, dass Jan Sommer in der Anfangsphase diesen Elfmeter hielt. Ansonsten hätte das hier, glaube ich, in eine ganz andere Richtung schlagen können. Und zur Pause haben wir bereits munter durchgewechselt. Tietz jetzt vorne drin. Kate Cowell darf über rechts wirbeln. Luca Netze, Danilo drin. Der hatte doch ein paar Probleme auf seiner linken Seite. Und Tietz jetzt auf Lars Stindl. Lars Stindl mit der Riesenchance. Jetzt Honorar nochmal. Oh, Kaul, wunderschöner Pass auf Philipp Tietz. Der kann sein Tempo da ausspielen. Tietz im Strafraum dauert ein bisschen zu lange und dann in den Rücken von Lars Stindl. Und jetzt diesmal Stindl auf Tietz. Philipp Tietz, jetzt hat er Geschwindigkeitsvorteile und jetzt macht er den auch. Philipp Tietz mit seinem ersten Treffer in der Champions League. Was hat er sich das verdient aufgrund der letzten Saison? Vor nicht mal ein Jahr aus der zweiten Liga, aus Darmstadt geholt, schießt der Gladbach erst in die Champions League und jetzt
Hier im verschneiten Linz, Mitte Oktober 2023, erzielt Philipp Tietz seinen ersten Treffer in der UEFA Champions League. Und nochmal Tietz. Jetzt hat er Platz, jetzt zieht er ab. Erster Doppelpack in der Champions League. Den lässt er gleich mal folgen. Und dann wird es am Ende ein hochverdienter 15-0-Sieg. Vorlage kam vom eingewechselten Connor Noss. Auch das ein Jugendspieler aus der Gladbacher Fohlenakademie. Und Tietz, diese Abschlüsse, die kann er voll spannen ins lange Eck. Diesmal mit Hilfe des Innenpfostens rein. 15-0, hochverdient gegen Linz. Und es ist der erste Sieg in der Champions League. Und das war's dann auch. Wir gewinnen mit 15-0. Hol den ersten Champions League-Sieg, schießen uns auch ein bisschen Frust von der Seele, aber nichtsdestotrotz, Linz konnte hier am heutigen Tage nicht die Qualität für die Champions League aufweisen. Wir setzen weiterhin unsere Form fort. Gegen die Bayern hat es nicht ganz so gut geklappt. Ja, werfen wir einen Blick auf die Tabelle. Fenerbahce ist da tatsächlich auf dem letzten Platz. Sie sind noch sieglos, haben nämlich gegen Linz am ersten Spiel 1-2 verloren. Auch gegen Juve hat sich Linz gut verkauft. Da hat Juve nämlich auch nur 2-1 gewonnen, wie wir rechts sehen können. Wir also erstmals mit einem deutlichen Erfolg gegen die Österreicher, wo es wohl am Ende mit der Luft nicht ganz gereicht hat. Also, unsere Ausgangslage ist mehr als ordentlich natürlich. Nach zwar ein Sieg ein bisschen wenig, aber auch, weil Juve eben nicht alles gewonnen hat. Die haben nur 1-1 gegen Fenerbahce gespielt auch wieder. Also, hier kann tatsächlich jeder jeden schlagen. Wir haben, ja wie gesagt, unsere gute Form ausgenutzt. Die Bayern haben uns mit Sadio Mané zweimal auf dem falschen Fuß erwischt. Wir sind relativ zügig im zweiten Durchgang rangekommen mit dem 1-2, dann aber das 3-1 sofort hinterher. Und dann war es am Ende natürlich, ja, haben wir aufgemacht und deswegen haben wir die weiteren Tore kassiert, weil die Bayern einfach auch gnadenlos effektiv sind. Das mal nur zur Erklärung. Auch gegen Linz hätte es anders ausgehen können, wenn der Elfmeter früh in der Partie sitzt. So war es dann am Ende ein deutlich und ungefährdeter Erfolg. In der Bundesliga sind wir aktuell auf Rang 14, da müssen wir natürlich auch weiter punkten, auch gegen Hertha, jetzt der direkte Konkurrent in Anführungszeichen, aber auch das sollte doch möglich sein für uns. Das war's auf jeden Fall für heute, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Vielen, vielen Dank für euren Support im Jahr 2022. Ich wünsche euch einen wundervollen Rutsch ins neue Jahr und dann sehen wir uns ganz frisch im Jahr 2023 wieder. Macht's gut, euer Hansa-Fan. Ciao, ciao.